Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Ausbeute vom Community Day mit Lavitar. Der Classic Community Day war am 21. Januar um 14 Uhr bis 17 Uhr. Mega genial, aber leider konnte ich nicht wirklich viel spielen. Ich hatte Zeit von 14 Uhr bis 15.30 Uhr in etwa. Man kann sogar fast sagen 15.15 Uhr. Mehr Zeit hatte ich nicht. Ich habe in Fetschau Brandenburg gespielt. Und ja, ich hatte auf jeden Fall ein Glücksei an, hatte jede Menge Freundschaften aus den ganzen Geschenken mit den ganzen Vivian. Da habe ich eine ganze Menge angesammelt. Das sind alles Leute aus ganz anderen Zeitzonen und da habe ich die Geschenke dann alle selber geöffnet. Hatte dann aber noch genügend Puffer, um noch jede Menge 7 Kilometer Eier einzusammeln. Eins geht, glaube ich, hier auch im Video auf. Ab 13 Uhr hat es in Fetschau Brandenburg richtig angefangen zu schneien mit ordentlich Wind. Also man hat es nicht lange draußen ausgehalten, trotz dicke Handschuhe, also wirklich dicke Handschuhe. Die Finger haben nach kurzer Zeit, circa halbe Stunde oder so, haben die richtig wehgetan, obwohl ich warme Füße hatte. Also die Füße waren okay, ich habe auch zwei Paar Socken angehabt mit meinen ganz normalen Trekking-Schuhe, die ich so anhabe, die wasserdicht sind, aber kein Puffer haben für Kälte. Also sonst kam man da nicht besonders weit mit den Schuhen, aber egal. Ah, mir fällt ein, die Schnappschüsse habe ich leider vergessen. Die hätte ich ja echt noch machen können gegen Ende, weil gegen Ende habe ich gar keinen Pokémon mehr fangen können. Ah, das ist schade. Ich habe 2x100er Despoter auf Level 50 gepusht. Das heißt, ich habe die kompletten XL-Bonbons direkt wieder ausgegeben und richtig krass ist, ich habe ein richtig geiles Shiny bekommen. Aber eins nach dem anderen. Auf die Spielzeit möchte ich noch etwas genauer eingehen. Effektiv habe ich vielleicht eine Stunde gespielt und das war es eigentlich. Der Rest war so mit dem Auto irgendwo hinfahren. Da sind wer weiß wie viele geflüchtet. Ich habe auch den Pokédex nicht gescreenshottet dieses Mal. Das heißt, wir schauen uns diesmal nicht an, wie viele ich gesehen habe, weil ich finde, das wäre eher traurig, wie viele da geflüchtet sind. Vielleicht sogar mehr, als ich eigentlich gefangen habe. Aber egal. Wir sind dann von Fetschau nach Karlau gefahren und saßen dann bei der Oma zum Kaffeekuchen und hast du nicht gesehen. Und ja, da ging natürlich nicht besonders viel. Vielleicht alle 5 Minuten ein Pokémon aus dem Rauch. Nein, es gab da auch viele Pokémon, die da rumstanden. Aber als die dann alle weggefangen waren, kam halt kaum was dazu. Also von daher, ja, gegen Ende wurde es dann wirklich sehr, 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 sehr wenig. Dennoch waren es jetzt insgesamt von dem Screenshot von 14 Uhr bis 16.56 Uhr waren es 229 Pokémon, die ich da gefangen habe. Dafür, dass ich eine Stunde gespielt habe, finde ich es okay. Also effektiv gespielt habe, finde ich es okay. Ich habe 3,5 Kilometer zurückgelegt, habe 24 Pokéstops gedreht. Dafür, dass es hier, ich sag mal, eine Art Dorf ist, von den Pokéstops her, finde ich das völlig in Ordnung. Und ich habe 1.626.325 EP gesammelt. Ja, die meisten Erfahrungspunkte kamen durch die Freundschaften. Es gab eine Superfreundschaft, eine beste Freundschaft und 11 Hyperfreundschaften. Also, ne, das sind über 1 Million Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Also richtig krass. Und es gab 11 Shinies. 11 Shinies bei 229 Pokémon. Das ist eine Chance von 1 zu 20. Das ist schon sehr krass. Also ich hatte wirklich sehr, 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 sehr viel Glück. Also ich habe niemals im Leben mit so viel Shinies gerechnet. Und vor allem das da. Hier, ein 96er Shiny Lavitar. 96er. Wow, sofort entwickelt. Aber sowas von. Das war mir klar, dass da nichts Besseres mehr kommt. Ich habe zwar ein bisschen gehofft. Wäre ja toll gewesen, wenn jetzt endlich mein erstes Shiny 100er kommen würde, aber nee, wieder nix. Bin ein Pechvogel, was 100er Shinies angeht, definitiv. Neues 100er gab es definitiv nicht und ich bin jetzt noch nicht alle 3 Sterne Lavitar durchgegangen, aber ich bin zufrieden, was ich hatte. Ich hatte eh schon 200er, ich
habe sogar noch einen 98er Lucky bekommen. Hey, was will ich denn mehr? Ich glaube, ich muss erstmal gucken, wie ich das noch alles pushen soll, weil Bonbons sind ja quasi leer. Ich habe sogar noch normale Bonbons in XL-Bonbons umgewandelt, um wirklich meine zwei Despoter auf 100% auf Level 50 zu bekommen. Sieht auf jeden Fall richtig schick aus, dass die jetzt in den Top 10 der stärksten Pokémon bei mir in der Liste sind. Mal gucken, wie lange noch. Es werden ja noch einige andere Pokémon irgendwann mal vielleicht da oben landen. Hier und da gab es natürlich auch zum Beispiel XXL-Pokémon. Ich weiß zwar nicht, ob es auch XXS gab, aber eins habe ich auf jeden Fall live miterlebt und habe euch das auch extra nochmal aufgenommen und habe das hier auch ins Video mit reingeschnitten. Das wollte ich definitiv euch nochmal zeigen, dass man die Animation kann man nochmal abspielen, hat irgendwie was Shiny-mäßiges. Wenn dann auf einmal so ein großes Lavita, ein riesiges Lavita heißt es ja im Spiel, dann da so auftaucht, das ist schon eindrucksvoll irgendwie. Ob das irgendwann mal noch einen Vorteil hat, ein XXL-Pokémon zu haben, man weiß ja nicht, könnte ja sein. Ansonsten XXL-Pokémon, SS und XXS-Pokémon aufzuheben und jemanden als Tausch anbieten, ist keine schlechte Idee. Weil die Medaille geht trotzdem nach oben, wenn ihr das Pokémon tauscht. Also kann man ruhig mal aufheben. Kommen wir mal zu meinem Fazit. Also dafür, dass ich nur 229 Pokémon gefangen habe, 11 Shinies bekommen habe, kann ich mich doch wirklich sicher richtig, richtig mega gut fühlen. Also ich bin total zufrieden. Ich habe 96er Shiny, hallo. Also besser kann es einfach nicht gehen. Ich hatte schon einen 3-Sterne-Shiny, aber naja, jetzt ist es halt ein 96er. Schwarm drüber, ist egal, macht nichts. Ich mecker da definitiv nicht rum. Außerdem habe ich das andere 3-Sterne-Shiny niemals gepusht, also von daher, hey, könnte ich das ja noch pushen? Zwar nicht auf Level 50, aber was soll's? Kommt dann halt später. Man kann ja weiter sammeln. Lavita kommt schließlich aus den 12-Kilometer-Eiern. Dann kommen noch einige XL-Bonbons nach. Ich bin echt am Überlegen, was wäre denn gewesen, wenn ich wirklich die 3 Stunden komplett durchzocken hätte können. Es hat nämlich bis 17 Uhr quasi durchgeschneit. Und es war auch weiterhin die ganze Zeit windig. Was hätte ich da groß machen können? Ich wäre wahrscheinlich zu den ganzen Pokestops in die Dorfmitte gelaufen, was man, glaube ich, so, ich glaube, man braucht so um die 10 Minuten oder so. Und dann wäre ich wieder zurückgelaufen, hätte mich aufgewärmt, wäre wieder hingelaufen. Und sobald mir die Finger wehgetan hätten, wäre ich wieder zurückgelaufen, weil ich hatte keine Handwärmer dabei. Ich weiß auch gar nicht, ob die Handwärmer im Flugzeug diesen Unterdruck überhaupt aushalten. Ich denke schon, dass sie es aushalten. Selbst eine Chipstüte hält das aus. Aber trotzdem, ich habe da so irgendwie Bammel davor, das jemals auszuprobieren. Ich bin ja mal echt gespannt, wie euer C-Day denn so gewesen ist. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung, wie war das Wetter? Wie viele Pokémon habt ihr gefangen? Was habt ihr erreicht? Welche Ziele habt ihr selber erreicht? Ihr hattet ja selber eigene Ziele. Ich habe es ja gesehen in dem letzten Video. Und dann könnt ihr mir ja jetzt ja hier schreiben, welche Ziele ihr davon erreicht habt. Besonders interessant finde ich die Erfahrungspunkte. Ich bin gespannt, wo stehe ich mit meinen 1,6 Millionen? Bin ich da ganz weit unten? Habt ihr alle mehr als 1,6 Millionen gesammelt? Oder bin ich so im Mittelbereich? Also ich sehe mich auf jeden Fall nicht ganz weit oben. Definitiv nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, man kann deutlich mehr Erfahrungspunkte machen. Nur durchs Fangen von Pokémon, ohne Freundschaften oder halt, wenn man halt richtig spielen konnte. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wie es in Karlsruhe ausgesehen hat, vom Wetter her, aber soweit ich weiß, hat es dort nämlich nicht Schnee gestürmt, sage ich jetzt mal. Schnee, also ordentlich Wind und Schnee ist für mich Schneesturm, also das war quasi Schneesturm. So, ich möchte euch nicht weiter aufhalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle, wie zum Beispiel mein Twitch-Kanal. Dort werde ich am Montag wieder online sein. Und bis zum nächsten Mal. Batsch!